Hallo und herzlich willkommen an einem neuen Arbeitstag bei der Firma Engine Fahrzeugverlierung. Wir wollen euch jemanden vorstellen, denn ein neues Teammitglied ist mit dabei. Vielleicht hat man es sogar letzte Woche schon im Video gesehen. Luciano. Luciano war der Name, richtig? Ja. Frank. Frank. Menschen. Menschen, Frank. Herzlich willkommen. Sehr begeistert. Luciano, kommen wir direkt zur ersten Folierung. Die erste Folierung, die wir jetzt durchgeführt haben. Rapporn gibt es dazu nicht, Auto steht da. Ein sehr, sehr schöner Farbton. Ist immer eine Geschmackssache, ich sage zu viel. Farbton ist ein sehr schöner Farbton, aber das ist wirklich ein schöner Farbton. In matt gehalten, das gibt es auch in glänzend. Das ist so ein schwarz, so ein Purple Black. Purple Black. Man sieht zum Beispiel, wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber so im unteren Bereich sieht man, wie dunkel das ist, also fast schon schwarz. Ja. Im oberen Bereich, wo das Licht drauf fällt, wiederum also wirklich so ein schönes Violett. Ja, in matt, das Fahrzeug hat viele Kanten, viele Ecken und wir kommen besser zur Geltung. Ich würde sagen, draußen kommt das Ganze sogar noch besser zur Geltung, deswegen gibt es jetzt einen Porn. Draußen, jetzt. If they with it, they with it. I've been winning, and my foot ain't even been on gas in a minute. Vroom, vroom, I'm done cruising. Long as I'm in the game, y'all not done losing. The real dying, and y'all keep lying. Y'all can't be me, but y'all keep trying. So, ziemlich am Anfang des Videos. Aber wir machen trotzdem jetzt schon mal die Frage-Antwort-Runde. Wir haben hier noch mal ein paar Fragen aus den YouTube-Video-Kommentaren herausgefischt, die ich jetzt beantworten werde. Sehr mal interessante Fragen bei. So, warum sehen die schwarz glänzenden Folien immer so geil bei euch aus? Habe mir Avery Dennison schwarz glänzend bestellt und das sieht nicht so wie Klavierlack aus. Ja, das stimmt. Ohne eine Markennennung jetzt hier durchzuführen oder gewisse Marken in den Dreck zu ziehen, weil wir arbeiten schließlich auch mit vielen Herstellern. Schwarz glänzend ist da so eine Sache. Und können wir direkt sagen, ist ein Hersteller, den wir da verwenden, wo wir sagen, da ist der Glanzgrad passend, der stimmt, der passt und schon immer. Keine andere genommen. Also ein paar andere mal verwendet, aber dann nicht für die Zwecke. Bestes Beispiel, ein schwarz glänzendes Dach, weil da fällt es auf. Auf einer Fläche, also von der Größe her, da fällt das auf. Wir hatten auch manchmal so Probestücke gehabt, ne, von schwarz glänzendes. Ja, wir haben schon einige Probestücke gehabt. Von so neuen und so weiter. Ja, es gibt auch dieses Hochglanz, also es gibt auch wirklich richtig hochglänzende Folie. Die ist verdammt dick, damit kann man aber nicht viel folieren. Und irgendwo ist ja auch dann die Preis-Leistung dann nicht mehr passend. Weil wenn man für ein Dach ungefähr das Doppelte nehmen muss als ein Standardpreis, dann kann man sich, passt nicht. Ich finde, da ist das schon nicht mehr gerechtfertigt, dass man sagt, ich gebe jetzt 400 Euro für mein VW Golf Dach aus und habe dann nur ein schwarzes Dach. Da kriege ich es auch für 400 Euro kriege ich es auch lackiert. Egal, anderes Thema. Neue Frage. Was gibt es für verschiedene Pink-Farbtöne und was würde eine Vollfolierung für einen Audi A3 kosten? Kommt natürlich immer drauf an, welche Farbe hat der Audi A3, Zweitürer, Viertürer und. So, gehen wir mal von einem Zweitürer Audi A3 8P, sagen wir einfach mal, das Modell, in Pink. Also verschiedene Pink-Farbtöne. Es gibt verschiedene Pink-Farbtöne. Welche wir haben? Hast du welche hier? Ich habe welche hier, ja, deswegen würde ich sagen, weißt du, wir zeigen einfach mal ein paar. Ja, welche Pink-Farbtöne haben wir? Wir haben jetzt mal ganz kurz so ein paar Folienfächer rausgekramt. Einige. Ein helles, das ist ja, man kann es ja auch, rosa-pink, das ist, definier das mal. Guck mal, das ist, hier nennt sich das zum Beispiel rosa. Wobei die englische Bezeichnung Soft Pink. So, das hier ist ein hellerer Farbton und nennt sich auch Pink. Das wiederum nennt sich Pink, obwohl es dunkel ist, ist für mich aber ein Rosa. Also ganz, ganz komisch. Für mich ist Rosa sowas hier. So, und Pink geht für mich halt schon eher ins Kräftigere. Sowas ist für mich Pink. So, und dann gibt es aber auch so schöne Farbtöne wie sowas zum Beispiel. So Metallic. Das würde ich auch noch mit zu Pink gelten lassen, weil es ein sehr dunkles zwar ist, aber es hat einen Pink-Touch. Hier haben wir zum Beispiel so spezielle Geschichten wie so Metallic Flakes mit drin. Mhm. Also das zu den verschiedenen Pink-Farbtönen, das haben wir mit vielen Farben so, dass es da einfach eine große Auswahl gibt. Eine Komplettfolierung in einer dieser Folien, ohne vorher zu wissen, welche Ausstattungsvariante, wie viele Türen,
bei einem Dreitürer Audi A3 ab 1.800 Euro. So. So, Frage fürs Video. Ja. Welche waren die schwierigsten Autos oder Teile, die ihr foliert habt? Grüße von Gustav aus Dresden. Bleibt gesund, Jungs. Gustav, bleibt gesund. Schöne Grüße aus Dortmund nach Dresden. So. Schwerste Auto, das schwerste ist schwierig. Autoteile. Also schwerste Autoteile, ja, es gibt Autoteile, die sind Arsch. Ich nenne das einfach mal so. Die sind einfach Arsch. Das sind zum Beispiel extreme Verbreiterungen. Ein Heckspoiler, der sehr aufwendig ist. Von der Form her schon, haben wir jetzt gerade nicht hier. Audi TTRS zum Beispiel, wenn man da jetzt der Spoiler an sich geht eigentlich, aber der hat noch die Füße und wenn man das alles folieren muss, das ist schon nicht ganz so einfach. Ford Focus RS. Boah, jo, das war. Weil man den nicht komplett auseinanderpflücken kann. Ja, auch ein bisschen blöd. Porsche GT3 RS Türgriff? Ja. Porsche GT3 RS Türgriff, allerdings nicht mehr die, also Vorgängermodell, nennen wir es mal so. Also es gibt viele Bauteile. Eine G-Klasse haben wir nächste Woche übrigens hier. Ja komm, dann teaser ich das jetzt an. Wir haben nächste Woche eine G-Klasse hier, die bekommt eine Premium-Folierung auf dem höchsten Niveau. Wirklich höchsten Niveau. Da gehen wir nächste Woche, das werden wir sehen. Also das ist nächste Woche, ja, er wird nochmal in sich haben. Autos an sich, ja, auch schwierig. Selten, dass ein Auto sehr kompliziert ist. Es gibt einzelne, vereinzelte Teile, zum Beispiel so eine Stoßstange, die kann zum Beispiel schon mal sehr aufwendig sein. Ich gebe als Beispiel so eine M2 Competition Stoßstange und die mit einer, ich nenne jetzt mal den Hersteller nicht, aber mit einer gewissen Chromfolie zu folieren, bereitet sehr viel Freude. Auch nur, wenn man wenig Geduld hat. Ja. Ja. Oder stell dir mal vor, du müsstest McLaren folieren. Ja, es gibt halt wirklich Sachen, genau, McLaren, der 720S, der hat ja auch so eine krasse Tür, mit dem, wo das so tief reingeht. Mhm. Stelle ich mir egal mit welcher Folie vor, ist nicht ganz so einfach. Ja, gibt so verschiedenste Sachen. Also G-Klasse kann ich generell sagen, ist ein Auto, was einfach nicht schön ist zu folieren. Gewisse Modelle, Lambo, auch schon mal ein bisschen aufwendiger, Ferrari hatten wir zum Beispiel, 488 GTB, ist auch nicht ganz so einfach gewesen mit der Stoßstange und allem. Ja. Ne? War auch sehr, sehr, der 458 wiederum ging, der ist wiederum ein bisschen einfach. Ja, halt so Supersportler sowieso immer, die haben immer eine krasse Form. Mhm. Und sonst an Fahrzeugen an sich, kommt ganz selten vor. Kommt eigentlich fast nur zweimal im Leben vor, dass ein Auto eine Verbreiterung drauf hat. Wie zum Beispiel Rocket Bunny oder ein Liberty Walk. Kommt ganz selten vor. Ja, kommt selten vor, deswegen. Also solche Teile sind auch immer ein bisschen. Ja, aber berechtigte Frage. So, gibt es eine Möglichkeit, sich sein Auto in gewünschter Farbe Design anzuschauen, um zu sehen, wie es fertig aussieht und ob es dann auch zum Auto passt? Ja, kurz und knapp gemeint, wahrscheinlich einfach nur ein, du möchtest eine einfarbige Folierung, hast Auto XY, du möchtest dieses Auto gerne digital oder als Entwurf einmal sehen. Ja, die Möglichkeit gibt's. Ist allerdings mit Kosten verbunden. Da eine Grafikerstellung dabei entsteht. Ohne jetzt ein Design zu haben. Also selbst wenn es nur einfarbig ist, wir müssen ja die digitale Datei von dem Fahrzeug haben. Oder eine 3D-Ansicht. Wir müssen eine gewisse Zeit investieren, um das Auto dann in der entsprechenden Farbe zu machen. Aber es gibt mittlerweile Tools. Wir besitzen auch so eins. Da gibt es verschiedene Fahrzeuge, die man mit gewissen Folienfarben, also sind die wirklich die aktuellen Folienfarben immer hinterlegt. So und also können wir es machen, können wir es erstellen, digital darstellen, zeigen. Dann kann man so einen Entwurf bekommen. Wie gesagt, mit Kosten verbunden, bitte dies im Einzelfall per E-Mail anfragen oder vor Ort. Eine nächste Frage. Was ist zu beachten, wenn ich selbst meine Scheinwerfer oder ähnliches folieren möchte? Helligkeit der Folie, TÜV, .. Beachte bitte, dass dein Messer scharf genug, ist und dein Rake keine Spuren hinterlässt. Zum Folieren. Zu beachten, Dunkelheit. Also es gibt verschiedene Dunkelabstufungen. Da spricht halt wirklich nur, oder da entscheidet wirklich nur der Geschmack. Der eine mag es vielleicht ein bisschen dunkler, der eine ein bisschen heller. So, TÜV kann ich sagen, sobald du an deinen Lichteinrichtungen des Fahrzeuges etwas veränderst, ist die Betriebserlaubnis erloschen und somit nicht im Straßenverkehr zugelassen. So viel zum Thema TÜV. So, eine längere Frage. Hallo Enjoy Team, gibt es Folien in
Zapfenschliffoptik, Kreisschliff, also in Klammern Kreisschliff, wie es auch bei vielen Oldtimern verwendet wurden. Wenn ja, nennt bitte Herrscher bzw. macht vielleicht mal ein Video zu Alternativen von Carbon, Lackoptik, Alcantara. Video ist immer interessant, Grüße aus Österreich. Vielen Dank, Grüße aus Deutschland, aus Dortmund, aus dem Hause Enjoy Fahrzeugfolierung nach Österreich. So, ich bin mir nicht ganz sicher, was damit gemeint ist. Zapfenschliffoptik. Ich kann mir vorstellen, dass eine, weil es gibt bei den Oldtimern gibt es das öfters oder gab es das früher sehr häufig, so wie Edelstahl gebürstet, so diese Optik. Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Das ist Brush, meinst du? Ja. Gibt zum Beispiel das hier, das können wir mal zeigen. Das ist eine schwarz gebürstete, also wie so eine Edelstahloptik gebürstete Folie. Die ist schwarz, ich müsste sogar noch. Ja, können wir ja mal zeigen. Dann gibt es hier zum Beispiel sowas in einem Silber. Das nennt sich sogar Aluminium gebürstet. Mhm. Hersteller 3M, Avery, Oracle, gibt alle im Sortiment. Hier ist mal so ein Titangrau. Auch in der Optik. Ja, und dann gibt es noch ein paar verschiedene Farbtöne. Also es gibt noch verschiedene Grautöne. Gibt noch ein dunkleres Grau. Gibt noch ein, ich glaube, zwischen den beiden gibt es auch nochmal ein Grau. Also die Folien gibt es. Auch bestimmt in Österreich, aber beim Verkleben muss man auf eines achten. Also wir haben auch schon gewisse Fahrzeuge mit so einer Folie beklebt. Aber da die Folie diesen Schliff hat, so, muss man sich bildlich vorstellen, dass man diesen Schliff, wenn ich jetzt ein Auto foliere, habe ich ja eine Seite. So, der Schliff muss ja immer gleich laufen. Das heißt aber, du hast senkrechte und waagerechte Teile, wie zum Beispiel die Seite des Fahrzeuges und zum Beispiel eine liegende Fläche wie eine Motorhaube. So, selbst wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie man das bildlich zeigen kann. Selbst wenn ich jetzt aufs Auto gucke, seitlich, und der Schliff geht komplett zur Seite, was ja logisch ist. So, dann kann ich die Motorhaube auch anpassen, dass das da weiterläuft. So, man kann dann auf jeden Fall die Motorhaube mit anpassen, aber dann hört es ja da schon mal auf bei der Stoßstange. Weil die Stoßstange ist ein längeres Bauteil und da muss der Schliff, wenn man frontal drauf guckt, ja auch seitlich gehen. Das heißt, man hat immer Punkte oder immer Stellen am Fahrzeug, die nicht 100% übereinander passen. Was bei Oldtimern oder bei vielen Fahrzeugen, das heißt bei vielen, das gibt es ja heutzutage nicht mehr, aber bei Fahrzeugen wäre oder ist, wenn die diese geschliffene Optik haben. Ja, verschiedene Arten von Folien. Aber dazu kann man ein eigenes Video machen, weil das ist ein Thema, das ja, doch ein bisschen länger geht. Das ist ein sehr kompliziertes Thema. Also ein sehr umfangreiches Thema. Deswegen können wir das wirklich irgendwann mal, das bringen wir nochmal mit rein. Versprochen. So, jetzt kommen wir zu einem Fahrzeug. Das habt ihr schon gesehen, auch fertig in dem Zustand. Breites Fahrzeug, ein sehr breites Fahrzeug. Hat einen sehr schönen Umbau bekommen. Und hat eine Folie bekommen oder eine Farbe bekommen, also hat eine Folie bekommen, die der schon mal drauf hatte. Das war nämlich damals noch der Boost Wars. Boost Wars! So, jetzt ist er Boost Wars 2.0. Ist ein bisschen breiter geworden, ein bisschen tiefer gekommen, hat andere Schuhe bekommen und sieht einfach nur heftiger. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wisst, glaube ich, dass es sich um den Nissan GT-R 35 handelt von Jean-Pierre Krämer, JP Performance. Und mit diesem Porn, lehnt euch zurück, ich sage euch das nochmal, lehnt euch zurück. Mit diesem Porn wünschen wir euch ein schönes Wochenende, genießt den Porn und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wie gesagt, nächste Woche High-End-Premium-Folierung. Peace out.